Und wie versprochen sind wir da auch schon wieder mit der nächsten Folge Stranded Deep. Und wir haben immer noch Bock und wir sind immer noch voll dabei. Und der Michi besucht mich immer noch, es ist immer noch Herrentag. Und ja, weiter geht's. Wir da eiern gar nicht lange rum. 3, 2, 1 und Feuer. So, und oh, das ist also ein Bild für die Götter eigentlich, ne? Wie die Frau mich hier anguckt. Das war echt schief, Also die Symmetrik so. In ihrem Gesicht ist jetzt nicht so gegeben, ne? Nee, die guckt schon ganz schön silbrig an meiner Schulter vorbei. Also klar, schiefer Kopf und so, eine Sache, aber so schief denn auch wieder nicht. Gut. So ein bisschen Wrong Turn und Hills Have Eyes. Ja, ein bisschen. Du, dahin, nee. Du dahingegen, also... Ja, stimmt. Ich bin ein wunderhübsch, das könnt ihr ja gar nicht sehen. Was für ein attraktiver Mann, meine Fresse. Ich hätte hier nochmal so eine andere Perspektive reinmachen müssen. Er meint nicht mich, er meint mein Video-Alter Ego, Nettie. Kann auch angehen. Außerdem bist du mit mir seit 13 Jahren zusammen. Du solltest mal gar nicht so laut lachen da hinten. Ja, meine Frau hat mich gedisst. Das war jetzt nicht so geplant. Es ist wie immer. Ne? Ich bin hier raus. So, lass uns weiterspielen. Ja, wir spielen weiter. Ne? Wir müssen, wir hatten gerade gegessen, wir haben ein bisschen was getrunken von den Kokosnüssen. Und es ist immer noch finstere Nacht und Michi hat uns einen Unterschlupf gebaut. Deswegen gehen wir jetzt erstmal schlafen gehen. Genau. Ne, da könnt ihr wieder nur die Hälfte sehen. Also hier steht halt schlafen, speichern und abbrechen. Wir schlafen jetzt. Warum kann ich da nicht raufklicken? Also Mauskack in diesem Spiel ist echt unglaublich. Ich kann gar nichts. Warum nicht? Hast du darauf gedrückt? Du bist dran. Ja, hier, du musst. Ha, ich war dran. Ja. So, jetzt kann ich bestimmt auch. Ja. Hä? Wir sind doch alle nah. So, schlafen wir nochmal. Schlafen. Ich gehe nochmal näher ran. Alle Spieler müssen sich beim Spiel. Wir sind also noch näher und. Sie stehen quasi schon drin. Echt, ey. Meine Güte, man kann auch kleinlich sich anstellen. Ne? Aber gut. So. Jetzt gucken wir mal auf unsere Survival-Uhr und es sieht nicht besser aus. Also, der Durst drückt. Wir sollten dringend was unternehmen. Okay, wir schmeißen erstmal hier unsere Kiste, glaube ich, rein. Ja. Das Feuer löschen wir. Ja, hier liegt noch eine leere Kokosnuss. Die nehmen wir auch mit. Nee, die brauchst du nicht mehr. Die sind für nichts mehr gut. Ich denke, du kannst jetzt noch aufschlagen und essen. Ja. Aber da kriegst du Durchfall. Schnell Durchfall von. Naja. So, Speere habe ich dabei. Leere trinkbare Kokosnuss. Den kann ich dir auch droppen. Achso, kein Platz im Inventar. Ja, das ist jetzt das, was Michi meinte. Ja. Ne, man wird sie halt nicht wieder los. Aber gut, muss ich trotzdem. Ich muss ja gleich das Paddel aufnehmen. Ja. Dann droppe ich jetzt erstmal das Messer und dann droppe ich die. Und dann will ich mein Messer aber wieder haben. Und dann würde ich sagen. Ich ziehe uns mal ins Wasser, oder? Genau, ich setze mich hier schon mal rein. Zack, ich bediene das Boot. Und im Mondesschein werden wir zur nächsten Insel rüber, das ist doch super. Also wir sind auf jeden Fall ausgeschlafen, aber trotzdem immer noch hungrig und so. Ja, bist du drin? Und durstig, ja. Straight geradeaus, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, wir hacken einfach rüber. Scheiß auf die Himmelsrichtung, oder? Was sprüht da so, links? Gischt. Gischt, okay. Einfach Gischt. Ich nehme das hin. Wir schreiben jetzt Gin Mondschein, also man sieht es, das Spiel ist echt schick. Ja, das macht schon was her. Ja, also ich glaube, mich hat der Mond noch nie so angeschienen, aber... Ich nehme das einfach mal hin. Und ich glaube, da vorne ist eine Insel. So recht erkennen will ich das nicht. Doch, das ist eine Insel. Was mich jetzt gerade nur stört, ist tatsächlich die Musik. Denn gerade das Soundgefüge auf dem Meer ist echt beklemmend, wenn man weiß, da schwimmt großer Scheiß unter dir. Okay, ich kann das jetzt hier nicht ausmachen. Aus irgendeinem Grund kann man mitten auf dem Meer nicht ins Menü wechseln. Das ist auch... Also wenn man paddelt. Ich kann. Du kannst das. Dann solltest du es wahrscheinlich. Du kannst aber auch nur die Option jetzt bedienen mit deinem Joypad. Oder? Ja. Das ist also die größte Scheiße aller Zeiten. Gar nichts. Ja, dann geh mal raus. Raus aus dem Menü, genau. Wir paddeln da jetzt einfach rüber. Weil wenn man auch im oder auf dem Wasser ist und man hört ein... Dann ist da was Großes in der Nähe. Und dann will man eigentlich nicht so sehr in Richtung Wasser sein. Ja. Was habe ich da gerade gesehen? Habe ich da gerade einen Wal gesehen? Weiß ich nicht, aber jetzt kommt gerade der Sonnenuntergang hinter uns und das ist natürlich ein geiles Bild, ne? Doch, da ist ein Wal, Digi. Oh, Tatsache. Unfassbar. Da bläst er!
Wollen wir da mal hin? Das ist echt cool. Wollen wir das echt machen? Ich weiß nicht, ob das eine geile Idee ist, jetzt zu einem Wal zu schwimmen, quasi ohne Ausrüstung. Wenn der uns umwirft und wir den ganzen Scheiß verlieren, wäre das, glaube ich, ganz schön doof. Achtest du eigentlich auf unsere Kisten, dass die da bleiben? Boah, das ist aber echt cool. Das ist echt ganz schön geil. Boah, aber die Insel ist ja prädestiniert mit Schiffswrack und allem Pipapo, ja, ey. Aber Schiffswracks beherbergen oft fiesen Scheiß. Also guten Loot tatsächlich, ja. Aber erstens die Luft, die Lungenkapazität ist ein großes Problem. Das kann man mit Ayuga-Pflanzen, kann man sich einen Atmungsboost tatsächlich geben. Okay. Welchen Sinn das macht, keine Ahnung. Ne? Aber viel schlimmer ist natürlich das Getier. Nicht nur Haie sind ein Problem, auch Seeschlangen, die dich vergiften können. Oder Löwenfische, das sind solche gepanzerten Sachen. Okay. Die können dich auch vergiften. Und natürlich Seeigel und sowas. Ja, wie gesagt, wenn du dich hier vergiftest und du hast keine Pipi-Pflanze bei mir, dann bist du halt in den Arsch gekniffen. Alter, was ist das denn da großes Rotes? Was großes Rotes? Welches meinst du? Das da direkt vor uns, das gen Himmel sticht. Achso, das ist ein Mast, denke ich, von einem Schiff oder so. Meinst du? Ich denke schon. Es gibt auch kein zweites Paddel, oder? Dass wir das Ganze ein bisschen beschleunigen können. Nee, können wir leider nicht. Jetzt muss der Hund natürlich wieder Alarm machen. Ist ja egal, ob das Kind schläft. Ja, das ist ein Schiffsmast und da kann man auch ficke reintauchen. Ja, aber das ist doch super geil als Hauptinsel, wo man sich niederlässt, weil das ist ja die Landmarke schlechthin. Ja, tatsächlich. Das ist nicht verkehrt. Ne, das ist ja super gut. Oh, wir treiben ein bisschen ab und da schwimmt doch was, oder? Ne, ist nur ein Stein. Alles cool. So, dass wir die Kisten haben, ist natürlich ultra geil. Das heißt, wir können auf unseren Loot-Touren zu den Nachbarinseln die immer schön vollpacken. Oh, ich glaube, ich sehe. Ah, Krabben, shit. Riesenkrabben. Okay, dann mach du dich schon mal ran, ich hole das Schiff raus. Ach, ich soll mich jetzt. Ja, ich habe mir gedacht, einer muss hier an Bord ziehen und ich müsste erst das Paddel weglegen. Dann bist du vielleicht die bessere Wahl. Ja, stimmt. Das war schick mal deine Frau vorne, du Feigling, Alter. Ja, ach komm. Guck mal, was ich gefunden habe. Was denn? Eine Kiste. Die Kiste ist gut. Ah, okay, da ist die Krabbe schon. Danke. Ja, okay, ich bin aber da. Da. Ja, die Schwärze bricht natürlich. Echt? Ja. Okay, also kann man die nur mit Messer? Oh, ich hab sie kaputt gemacht. Das heißt, ich kann sie auch gleich häuten und uns gut Fleisch organisieren. Ja, das kannst du gleich mal machen. Was für eine Frau, Ich muss hier erstmal ein bisschen Blut ablegen. Das ist, glaube ich, erstmal sinnig. Ja. Ich werde das gleich mal ein Feuerchen bauen. Obwohl, warte mal, die packen. Haben wir noch ein Feuerchen? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich pack mal unsere Dings hier ins Boot. Oh, oder auch nicht. Also ich dachte, ich packe sie ins Boot. Ich bräuchte jetzt 4 Stöcker. Das wäre echt cool. Kann ich uns vorher ich dropp hier erstmal Kram. Ey, man sieht die Sachen hier auch echt scheiße, ne? So, das haben wir hier. Warte, ich habe einen Stamm mitgebracht. Kannst du klein hacken. Kannst du recht schnell ein Feuer machen. Lass es mal die Frau machen. Ja, Palmwedel habe ich auch mitgebracht. Sehr gut. Dann habe ich noch 4 Palmenköpfe. Auch sehr gut. So, ich werde jetzt erstmal ein Feuerchen organisieren. So, das liegt hier erstmal. Oh Gott. Ist ein bisschen voll natürlich. Und dann habe ich noch Ayuga ein bisschen. So, ich hole mir jetzt erstmal mein Material, damit ich mir erstmal ein Messer und eine Axt bauen kann. Das geht ja so nicht weiter. Ich hoffe, es kommt kein Schwein. Aber ich befürchte es. Das ist nämlich immer das Gleiche. So, daraus kann ich mir nämlich recht schnell ein Seil eigentlich bauen. Und da ist auch schon die nächste Krabbe. Ich brech am. Soll ich zurückkommen oder kommst du zurecht? Ich denke, ich komme zurecht. Okay. Selbst ist die Frau. Ja, natürlich. Also, ich weiß auch gar nicht, warum du darauf suchen reitest. Also, ich würde mich ums Verrecken nicht mit meiner Frau anlegen wollen. Gleich kommt wieder ein Spruch von hinten und dann beschwerst du dich wieder, weißt du? Ja, so ständig so. So, jetzt habe ich mir erstmal ein Seil gemacht und jetzt müsste ich mir. It's disgusting. Jetzt habe ich keinen Stock dabei, das ist natürlich irre. So, ich habe uns. Aber wie es der Zufall will, liegt ja ein Stock. So, dann habe ich jetzt erstmal ein Messer. Also erfahrungsgemäß, wo Krabben sind, sind auch Schweine. Okay. Dann die Schweine sind fies. Bin ich vorsichtig. Ich sammle hier erstmal die ganzen Setzlinge ab. Ja, ganz gut. Ganz gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlag. Das ist weit angenehmer. Na komm. Ja. So, und dann mache ich fleißig Seile, wa?
Wäre nett. Nächste. Wir brauchen eigentlich ja nur eine Axt, oder? Brauchen wir zwei Äxte, weil Messer brauchen wir ja zum Looten. Also zum Holten und so, oder nicht? Ja, du musst auch bedenken, dass sich der ganze Stuff abnutzt, ne? Ja, okay. Mag ja sein, aber meine ist jetzt gerade zum Beispiel neu. So, das Gute ist, ja hast du mal ein Seil für mich? Ja, habe ich da. Dann kann ich uns nämlich gleich so einen Räucherofen bauen, da können wir nämlich fünf Sachen gleichzeitig braten. Dankeschön. Ja. Da hier vorne auch zufällig Stoff rumliegt, dreimal sogar, unfassbar, kann ich uns einen Räucherofen bauen. Macht natürlich echt viel Sinn. Ich habe mich tatsächlich gewundert, dass überhaupt kein Stoff auf unserer letzten Insel lag. Doch, da habe ich zwei aufgesammelt tatsächlich. Achso, weil wollte ich sagen, also jedes Mal, wenn ich angefangen hatte, was ja jetzt leider schon ein paar Mal war, habe ich da Stoff liegen gehabt. Oh, hier ist Pippi-Pflanze. Sehr gut. Zack und... So, jetzt brauche ich Stock. Michi braucht Stock. Stock habe ich gerade aufgenommen, da liegt aber auch noch irgendwo einer. Ich brauch vier Stock. Nee, drei Stock brauche ich. Nee. Was halt doof ist, also die sind halt per se, sind die Dinge erstmal nicht so spektakulär, die Inseln. Ne? Das sind halt immer nur so kleine Archipele hier. Nemo. Hallo Nemo. Oh, ich glaube, hier ist wieder eine Kiste noch. Also wir haben kistentechnisch schon wieder echt Glück, wa? Ja. Oder was ist das? Container, okay. Mit Transportmittelfilter. Den kann ich aber nicht bewegen. Das ist ärgerlich. Ne? Das war jetzt nicht so geil. Aber besser als gar nichts. Wo bist du? Bist du eine Seegurke? Hallo Nemo. Ups. Ich glaube, ich bin gerade halt fast verreckt. Wenn man nicht auf die Atemluft achtet, ne? Und ich glaube, da hinten ist, glaube ich, nochmal eine Insel echt nah dran. Das ist gut. Wie sieht's aus mit einem Räucherofen? Ich bin eigentlich dran. Ich habe ihn gebaut. Gute Dinge, ja? Das ist schön. Ist natürlich doof, dass ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt, aber... Und er steht. Ja, fein. Das geht aber auch falsch. Er steht, ja, mein Gott. Was bist du denn jetzt so? So, das ist ein Dings hier. So, ich werde jetzt mal was zu essen organisieren. Und dann werde ich mich mal um eine Wasserdestille bemühen. Was hältst du davon? Das ist, glaube ich, dringend nötig. Oh, ja. Und ich erkunde da hinten das Wrack. Ja, viel Glück. Ja. Das ist nur ein kleines Schiffwrack. Ich nehme nicht gleich das große. Im Wasser lieber Speer, oder? Ja. Oh, ich habe noch eine Krabbe da dran. Guck mal. Die solltest du absammeln. Das wäre gut. Ja, ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wie. Also tatsächlich... Also ich mach's mit R2. Das ist halt meine Hauptaktionstaste. Ja, das wäre bei mir eh, aber es geht einfach nicht. Dann, weiß nicht, solltest du vielleicht nochmal... Guck mal, ich kann den Speer einfach fallen lassen. Das ist ja umständlich. Ja, also ich kann sie vom Speer direkt wegsammeln. Ja, ich muss da... Vorne muss ich rauf und runter ditchen. Damit da irgendwas geht. So, ein Bütchen. Gucken wir doch mal. Okay. Jetzt erstmal auf. Okay, erste Kiste. Das ist ja schon mal schön. Ein Fass. Okay. Kann ich das mitnehmen? Ja, die Fässer, die kannst du abschlagen und dann zum Strand ziehen und daraus kann man sich dann zum Beispiel Flöße bauen oder sowas. Okay. Aber ich kann Flusssegmente. Ich kann hier gar nichts. Ja, du musst halt den mit dem Messer oder mit der Axt abschlagen oder sowas. Ne? Okay, versuchen wir das mal. Ah ja, tatsächlich. Cool. Nehmen wir mit, oder? Würde Sinn machen. Kannst halt nur eins gleichzeitig mitnehmen, ne? Ja, ist noch nicht so schlimm. Ich hoffe, die anderen werden nicht so schnell abgetrieben. Aber ich bringe dir das mal nach Hause. Das mit dem Palmwedel ist geil, oder? Jetzt gleich vier Stück einfach haben, finde ich total genial. Komm mit hier. Komm. So ein bisschen Biomüll hat noch keinen geschadet. Ne, da sagt noch mal einer was dagegen, dass unsere Meere so verdreckt sind. Das rettet uns hier am Ende des Tages das Leben. Oh, der Müll, ey. Ja, was denn? Ein Typ, was für ein... Ja, ist manchmal ein bisschen böse, was ich sage, aber... Es steckt natürlich auch ein Funken Wahrheit drin. Ja. Manchmal. So bin ich. Ne? Mein Mund spricht nur die Wahrheit, mein Arm verteidigt die Schwachen. Alter Ritterkodex, so bin ich. Ritterlich möchte ich mich fast nennen. Komm, du Fass. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich auf meinem Bild nicht unsere Aufnahme sehe.
also in-game. Mach keinen Scheiß. Doch, sieht man, also in der Aufnahme ist es drin. Gut. Aber halt nicht. Komm. Ich sehe das schon kommen, mir beißt hier so eine Krabbe in den Fuß. Ja, so eine kleine Krabbe ist kein Problem. So, zwei Fässer haben wir da. One to go. Und ich glaube, ich kann da sogar noch weiter reinklettern. Ich lass hier erstmal ein bisschen was fallen. Was stellst du hier eigentlich an? Hier ist alles voll mit Wellblech. Hast du da ein Boot gebaut? Das sieht ja ganz cool aus, ne? Das hast du ja echt schick gemacht. Ne? Das Geile ist, die Materialien, die du dafür brauchst, zum Beispiel für diesen Räucherofen oder so, die siehst du tatsächlich auch verbaut in dem Gerät. Ja. Ne? Ey, sag mal, hast du das hier so hingebaut? Nee, das war tatsächlich schon so. Okay, weil hier auch ein Stein drauf liegt und ja, eine Schnur. Ja, das ist von dem lustigen, toten Typen da. Das ist ja geil. Ne, der hat sich für uns geopfert, damit wir jetzt ein schönes damit wir leben haben oder so. Ja, so wie der Müll. So, was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte uns eine Wasserdestille bauen. Hier ist noch ein Stock. Hier noch ein Stein. Boah, das ist aber echt schön. Ich bin stolz auf dich. Guck mal, hier eine Krabbe, die du noch häuten könntest. Ja, die kannst du doch häuten, oder nicht? Ach stimmt, das kann ich ja jetzt auch. Stimmt. Super gut. Und da haben wir unsere Destille. Zack. Disgusting. Stellen wir direkt daneben, oder? Ja, würde ich sagen. So. Hängen schon fünf drin, oder? Nee, die müssen wir uns jetzt erst zurecht schlagen. Also die sind drei gekocht. Okay, die ersten sind fertig. Achso, ja, die kannst schon was essen, ja? Oh ja. Hier. Getränk ist ganz wichtig. Ja, wir haben ein Palmwedel da, ganz gut. Noch, das geht aber sehr schnell weg. Ja, das glaube ich. Aber ich bin jetzt erstmal wieder fit genug, dass ich hier ein bisschen was holen kann. Unser Fasten schwimmt weg. Und ich hätte halt ganz gern ein Floß mit Fass. Einfach, weil ich das geil finde, glaube ich. Und das Wasser kommt doch relativ schnell rein, oder? Über dieses Destill. Darf ich das irgendwie... Ja und nein. Ja gut, man hat halt nie genug Palmwedel. Es ist schneller weg, als es da ist. Das ist das Problem. Ja, das glaube ich gerne. Aber shit, ich muss mich abkühlen. Ja, ich bin ja zum Glück ein bisschen unter Wasser. Oder im Wasser. Das geht ja ganz gut. Ja, so ein Haus wäre tatsächlich gut, ne? Oh, hier haben wir Lehm. Lehm ist sehr gut und sehr wichtig. Können wir auch Häuser mitbauen? Theoretisch, ja. Man kann, das finde ich gut. Man kann Sachen... Oh, Riesenbarsch. Oh, geil. Das den werde ich leider nicht sehen. Den würde ich auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Riesiger Zappenbarsch. Der macht auf jeden Fall gut Fleisch. Oh, ich muss was trinken, aber ganz dringend. Ja. Ich gönne mir erstmal zwei Kokosnüsse. Erstmal Kokosnuss, genau. Aber mehr wie zwei würde ich nicht gleichzeitig trinken, weil es gibt Durchfall und Durchfall dehydriert noch mehr und ja, dann ist man ganz schnell nicht, ganz tot. Jetzt nimm die Kokosnuss und die so, ich habe nochmal ordentlich Fleisch mitgebracht. Mhm. So einen riesigen Zackenbarsch. Ich gucke mir das gleich mal an. Achso, ich dachte. Nee, den habe ich auf offenem Wasser ausgenommen, weil mutig und so, scheiß auf Heil. Ja, das, was man so kann, ne? Ja, unbedingt. So, jetzt haben wir hier zwei leere Kokosnüsse und drei Fässer habe ich geholt, ne? Ja, da liegen. Ja, die darfst du nur nicht zu nah am Wasser liegen lassen, morgens steigt das Wasser und kann auch Sachen mit wegreißen. Sind Gezeiten mit drin? Habe ich tatsächlich schon erlebt, deswegen dürfen wir nicht zu viel Stuff so nah am Rand, am Strand liegen lassen. Nee, das ist nicht cool. Ich habe mir ein paar Reifen organisiert und plötzlich habe ich so eine Benachrichtigung bekommen, your Abfallreifen ist floated away. Okay. Ja, ist auf Englisch? Ja, das stand dann auf Englisch da. Okay. Es stand wirklich da, your Abfallreifen. Ja, Abfallreifen, ja. Heißt so, habe ich mir sagen lassen. Ja, unbedingt. Jetzt mal den Speer wieder mitnehmen. Man kann nicht schnell schwimmen, wenn man einen Speer in der Hand hat. Das finde ich realistisch. Doch, natürlich kann man. Oh, noch eine Kiste. Ja. Sehr gut. Den nehmen wir einfach mal mit. Wir haben aber auch ein Glück hier. Meine Fresse. Oh, nochmal ein Laderaum und noch eine Kiste. Ja. Das Problem ist nur, dass die Ressourcen schneller weg sind, als einem lieb ist. Ja, das glaube ich. Ich muss jetzt mal hoch. Also wir haben halt echt Glück. Also klar sind die auch schnell wieder weg, aber man hat halt erstmal, ne? Oh, und shit, noch ein Container. Unbedingt was trinken. Und noch ein Container. Alter Vater. Die ganzen Container sind nachher extrem wichtig. Wenn wir auf
Loot-Tour gehen. Das heißt, wir hoppen auf eine andere Insel. Mache ich persönlich ganz gerne. Ich nehme 3-4 Container mit. Jo. Da kannst du ja 3 Sachen immer reinstecken. Genau. Ne? Und dann kann man da ordentlich was transportieren. Ganz Bretter genau. Habe ich auch noch gefunden gerade. Glaube ich zumindest. Oh, ich bin kochen aufgestiegen, obwohl ich hier mitten in der Villa Pampa bin. Was ist das denn? Kann ich die aufnehmen? Treibholz? Oh, scheiße, ein Hai. Nee, die Dinger, die kleinen Katzenhaie, die tun gar nichts. Okay. Ich habe größere Level wie Hammerhaie und Tigerhaie. Da wird es ja. Dann schon kritisch tatsächlich. Okay. Dann passen wir auf. Ja. Gut. Und das macht sich audiovisuell natürlich sehr geil, wenn diese Kackmusik nicht da wäre. Ja, die kann ich jetzt mal ausstellen. Jetzt bin ich hier aus dem Wasser raus. Weil gerade dieses einfach Optionen. Nur das Meeresgefühl und alles. Ja, wir nehmen das weg. Das ist einfach geil. So. Ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr lieber Musik haben wollt oder nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich für mich persönlich ansprechender. Wenn du dich gestört fühlst, sowas sagt meine Survival-Uhr. Durst habe ich immer noch. Ich habe gerade etwas getrunken. Ich schmeiß uns jetzt erstmal hier. Oh, fuck. Da ist ein. Fuck. Dann geh doch da mal weg. Aber er ist so hübsch. Guck ihn dir an. Er ist so hübsch. Ja, aber das sehen ja meine Zuschauer nicht, weißt du? Ja. Soll ich vielleicht mal. Soll ich vielleicht mal zu dir kommen, wenn da gerade der Hai ist? Ja, also ich habe hier einen Tigerhai vor mir. Oh, fuck! Scheiße! Also, um Haaresbein. Er hat nach mir geschnappt. Ich konnte gerade noch so ausweichen. Jeebus. War eine Kackidee. Puh. So. Aber ich muss gerade einfach im Wasser, auch wegen der UV-Strahlung schon. Ja, aber damit ich mich einfach stumpf verbrenne. Du kannst aber nicht. Oh, was haben wir denn hier? Transportmittel-Elektro-Einheit. Ja. Eine Taschenlampe. Taschenlampe ist sehr gut. Die sack ich gleich mal ein. Auch nachts sehr, sehr gut. Leder. Leder ist sehr wichtig. Tab zum Öffnen finde ich ja halt seltsam. Okay, Wellblech finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja, doch. Ein Beschriftungsgerät, okay. Alleine schon Wellbleche schon oder auch Abfallplanken, um sich Pflanzbeete zu bauen. Ganz wichtig, um sich. Ja, ich finde es aber in dem Container nicht. Zum Beispiel. Ja. Und Kanister haben wir auch schon. Nee, aber ich hätte das lieber hier draußen liegen, das Wellblech. Einfach weil wir hier schon einen Stapel haben. Dann lass uns daraus doch jetzt. Schon eine Wellblechhütte bauen? Nein! Pflanzbeete! Digi, ich sag es dir, je früher wir Pflanzbeete haben, desto besser. Ne, denn gönnen wir uns Pflanzbeete. Was brauchen wir denn dafür? Du brauchst eigentlich bloß 2 Stück von diesen Dingen. Ne, dann bauen wir doch gleich 2. Ich muss jetzt nur mal eine Yucca-Pflanze finden. Da ist eine Yucca-Frucht. Und noch eine Yucca-Frucht. Also zwei wir die denn? 2 sind Minimum. Containerregal ist auch rüber. Cool. Den hier? Nee, ganz rüber. Ganz rüber? Nein, noch weiter rüber. Du bist jetzt gerade im Baum. Da oben. Nochmal weiter. Da, Farming. Farming ist jetzt, gut, jetzt. Genau. Holzpflanzbeete, wollen wir noch ein paar Stöcke. Die haben wir ja auch jetzt was zusammen. Ich guck mal einmal. Wie sieht's eigentlich mit Fissigkeiten aus? Ich trinke mal einmal weg. Ja, geht's mir immer noch nicht gut. Man muss sich eine Hacke bauen, tatsächlich. Um das zu bauen, oder was? Ja, ich baue. Oder um sie zu bewirtschaften. Ich baue uns mal fix eine Hacke zusammen. Ich baue mal eine Hacke, ich schlage einen Baum. Oh, hier ist noch ein Setzling, geil. Und. Das finde ich übrigens auch schön, hat Michi gerade gemacht. Man kann sich die Baupläne anpinnen. Ja. Moment, ich zeig das mal eben. Na, einfach hier so. Zack, und dann taucht das da oben auf. Was ich dafür brauche. Das seht ihr echt nützlich. Ja, ich hole das Holz ran, das wir für die Pflanzbeete brauchen. Ich habe jetzt gerade eine Hacke zusammen. Okay, ja, ich habe gleich das Holz. Ach komm. Wir sollten das Werkzeug, wie gesagt, hier irgendwie zentral lagern. Weil dann hätte ich jetzt wesentlich schneller den Baum schon klein gehabt in der Axt. Ich bringe den Baum mit. Zack, zack. Zack. Am besten wären gleich 2 Pflanzbeete, dann zweimal Yucca auf jeden Fall anpflanzen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir es gleich bewässert kriegen. Ja. Das ist nämlich leider auch. Guck mal, dann mach du doch hier mal, lass mal liegen. Lass mal liegen. Dann hauen wir da hinten den Baum fertig. Welchen? Und ich baue dann das Pflanzbeet. Ey, du sollst das Holz liegen lassen. Sorry, das habe ich akustisch nicht verstanden. So. Soll ich auch mal die Hacke droppen? Ja. Vielen Dank.
Und dann mache ich mal so ein Pflanzbeet. Achso, ich droppe dir mal hier noch die Yucca-Pflanzen, weil die Früchte, die musst du anpflanzen. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder dieses, ich habe kein Mauszeiger-Problem. Das ist echt assi. So, Geschichte, Farming. Holzpflanzbeet. Ach, wir brauchen Seile. Haben wir doch noch welche? Hinten lag doch eins. Du bist noch nicht Level 2, warum auch immer. Also muss ich das Ding gleich bauen. Das wollen wir doch mal sehen. Oh, es klingelt. Was hat hier geklingelt? Hier hat irgendwas geklingelt gerade. Ja, ich bin nicht Level 2, richtig. Also ich kann es bauen auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Glaube ich dir den Kram mal. Wo bist du denn? Warum bist du weg? Ich lege das hier vorne hin. Aber ich muss dann auch mal anfangen, irgendwelche Sachen zu bauen, weil sonst level ich ja nie hier. Die Hacke. Da muss ich nur in der Nähe sein, damit ich auch Skill kriege. Warte mal, ich mach's mal. So, ich habe dir hier alles hingelegt. Und ich mach mal Licht. Unglaublich, oder? Ja. So, da ist unser erstes Pflanzbeet. Ja, zumindest. Wo haben wir es hin? Ja, ich würde es hier ein bisschen in den grünen Bereich tatsächlich setzen. Soll ich da noch ein bisschen was wegnehmen? Den Busch zum Beispiel? Dass wir ein bisschen Platz haben. Das nehme ich mal weg. Und dann haue ich den Scheiß hier mal klein. Hä? Ich kann den Fikus nicht fällen? Doch, der geht gleich weg. Nee, weil der gerade rot umrandet war tatsächlich. Und Yucca abbauen? Nee, komm, das reicht, das war ein Platz. Die sollten wir auf jeden Fall noch lassen. Dann stellst du dahin. Ich mach so. Wieder Licht. Und wo sind jetzt die Yucca-Pflanzen? Die Früchte? Die hast du doch nur gedroppt, oder hab ich die? Die hatte ich dir gedroppt, ja. Pipi-Pflanze, Blätter. Da, hier sind sie. Na siehst du. Reicht ein Beet? Nein, wir brauchen mindestens zwei. Allein schon für die ganzen... Ach, müssen wir das bewässern? Das müssen wir jetzt bewässern, ja. Das heißt, wir müssen unser Wasser auch mal ab und zu abwärmen. Komm. Doch, das ist leider notwendig. Dann sollten wir vielleicht erstmal eine zweite Zisterne bauen. Also, je höher der Wassergehalt des Beetes ist, desto schneller spawnt es neu. Okay. Ne? Und wenn das halt so weit unten ist, wie es jetzt ist, dauert das vielleicht 3-4 Tage, bevor das Ding mal ausgewachsen ist. Okay, nee, das ist nicht. Ja, ich meine, es regnet natürlich auch ab und zu. Ja. Das hält den Wassergehalt natürlich auch hoch. Ja, ein bisschen, aber nicht großartig. Ne? Hier ist Aloe. Dann mache ich hier mal die Fasern hin. Ich habe hier noch einen Baumstamm. Ich drop die Hacke hier genau vor dem Pflanzbeet. Ja. Das macht, glaube ich, erstmal Sinn. Ein bisschen. Ach, weißt du, ich steht hier eigentlich irgendwo, welches Werkzeug ich brauche? Ich glaube, das ist tatsächlich immer nur eine Werkzeugfrage. Du hast einen Hammer in der Hand, ne? Ich habe einen Hammer am Start, am Mann, ja? Ja, kannst du mir den mal einmal geben? Ja, mach ich sofort, warte. Wo bist du denn? Habe ich noch ein Seil? Pass auf. Ich habe kein Seil mehr, genau. Zack. So, dann gucke ich mal, dass ich noch ein Seil machen kann. Ne, aber ich glaube, noch ein Seil ist nicht... Ach, da liegt noch eins. Ja. Sehr schön. Und dann... Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Scheiß Kokosnuss, weg damit. Dass ich jetzt bestimmt bauen kann. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Bauen. Transportmittel. Ach komm, jetzt sehe ich meine Maus schon wieder nicht mehr. Das ist doch assi, ey. Meine Güte, wer hat sich das denn ausgedacht? Ich weiß aber auch nicht, warum es so ist. Ja, es macht sich irre Kacke. So. Farming, jetzt haben wir es hier doch. Pflanzbeet, ich kann es tatsächlich nicht bauen. Ein Plankenpflanzbeet gibt es auch. Ja. Gewellt ist... Warum haben wir das nicht aus Wellblech gebaut? Weil wir noch nicht Level 4 sind, Minion. Ach so. Ja, und das... Gut, dann muss ich jetzt erstmal irgendwas bauen hier, damit ich auch mal ein bisschen... Eine Destille zum Beispiel. Ja, bauen wir noch eine zweite Destille. Ne? Und dafür wäre, glaube ich, auch... ich glaube, noch eine dritte Yucca-Plantage nicht verkehrt. Weil wir müssen echt viel trinken. Und das ist halt mit das größte Problem in diesem Spiel, Wasser. Ist ja auch im wahren Leben so. Ne? Ja, tatsächlich. Man kann länger ohne Nahrung überleben als ohne Wasser. Holzflussfundament. Und Wasser ist hier tatsächlich echt mit das größte Problem. Wenn man erstmal in dem Fluss drinne ist,
dass man sich sein eigenes System aufgebaut hat, wie zum Beispiel mit diesen Juckerblättern, dass man die Destille mal wieder befüllen kann. Das ist alles kein Problem mehr, aber der Weg dahin zum Anfang ist echt schwierig. Stoff braucht man dafür, oder? Stoff müsste noch am Strand liegen. Hier, ja, hier liegt noch einmal. Zack, den habe ich. Jetzt muss ich das tatsächlich nochmal irgendwo finden. Wo ist er denn? Das sind nur Handwerker. Wir haben gar keinen Unterstand zum Schlafen, ne? Nicht? Ach, du hast doch da einen hingebaut, oder nicht? Da steht doch einer. Wo? Neben dem. Guck mal nach links. Guck mal links. Ist da keine? Ach nee, das ist ein Feuer. Shit. Ja, dann brauchen wir noch einen Unterstand. Oh Mann. Ja, Holz ist ja gerade nicht das Problem. Ich brauche ein Seil. So, aber wo ist jetzt dieses blöde Verbrauchsgegenstände, Geschicht, Transportmittel, bauen. Jetzt kann ich hier die ganze Fundament planen zwar machen. Handwerk. Wieso, wo ist denn diese blöde Destille? Blöd? Die ist hier bei dem Zelt, einen daneben. Ah, ja, nochmal Unterteil. Räucherofen. Ich brauche ein Seil, mein Junge. Ich brauche noch ein ganzes. Oh, jetzt sehe ich die. Mann, ey! Ist das bescheuert? Ich pinne mir das mal gerade an. Wasserdestillierer. Ich glaube, es hat erstmal Vorrang. Zack. So, aus diesen trinkbaren Flaschen konnte ich. So, Hammer nehme ich schön wieder mit. Die auch. So, jetzt brauche ich mal so eine Kokosflaschen-Dings. Da ist unser Zeltchen. Kokosflasche, also da brauche ich eine volle. Ja. Das ist ja. Das ist auch schwachsinnig, dass man aus leergetrunkenen Kokosflaschen keine Kokosflasche bauen kann. Das ist so affig. Ja, ein bisschen. So. Ach komm. Oh, es ist echt frickelig, ey. Ja, man muss sich tatsächlich dran gewöhnen, weil einige Sachen halt so echt umständlich sind. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann läuft es halt wie aus einem Guss. Ja, sicherlich. Ne, aber also man kann es halt auch verkomplizieren. Man hätte es auch einfach so das machen können, dass es droppt, weißt du? Ja. Also das wäre jetzt nicht das Ding gewesen. So, dann habe ich die Kokosflasche. Was ist denn das da oben links noch? Palmwedel oder was sind da? Palmwedel, glaube ich, ne? Die uns jetzt auch gerade schon wieder ausgehen. Herrlich. Ich glaube, Pipi-Pflanze wäre auch nicht verkehrt, die anzubauen. Ja. Allein schon wegen, zum Tauchen, ne? wegen Gift und so. Wegen Gift. Ach so, ja. Die Ayuga-Pflanze ist zum Tauchen. Ach so. So, hier sollten wir. Hier steht eine Aloe-Pflanze. Die sollten wir vielleicht mal abernten. Aloe-Pflanze ist eigentlich eher unwichtig, denn man kann sich. Also, das ist halt bloß gut, um sich Sonnenschutzcreme zu machen. Okay. Ist aber. So, jetzt haben wir natürlich kein Seil mehr, das ist ja auch geil. Doch, ich kann noch eins bauen. Okay. Aber nur ein einziges tatsächlich. Und was ist denn das? Ist das nicht ein Palmwedel? Doch. Und drei Steine. Ja, die drei Steine. Steine haben wir ja. Zack, zack, zack. Und da fehlt nur noch das Seil. Warte, ich drop es mal. Zack. Das sollte ja schon reichen, genau. Und jetzt kann ich ja hier schon. Zack. Und kannst du nicht bauen. Das ist doch. Warum kannst du die nicht bauen? Ich verstehe es nicht. Warum bist du nicht Level 2? Du hast einen Hammer? Hast du eine Axt? Ich habe keine Axt. Oh, shit. Warte, ich droppe dir mal eben meine Axt. Ja. Dann gucken wir mal. Denn. Du solltest vielleicht mal selber eine Axt bauen. Du musst es einen Scheiß selber machen. Ja. Jetzt fehlt das Seil. Wieso fehlt. Ach, stehe ich nicht nah genug dran. Wo ist es da? So. Mein. Nee, ich kann es trotzdem nicht bauen. Ja, du musst dir. Bau die Axt selber. Ich hab die schon. Ich hab sie mir mit. Das ist doch affig, ey. Ich drop dir mal deine Axt wieder. Zack. Und, leg mal das Wellblech aus der Hand. Ja, ich leg mal den ganzen Scheiß aus der Hand, den kannst du das einmal bauen. So, noch eine Destille bauen? Naja, ich habe ja jetzt noch keine gebaut. Und wenn hier alles liegt gleich, dann kannst du ja direkt hier vor Ort bauen. Hier ist der Hammer. Zack, dann bist du hier der Mauer. Ich brauche eine leere Kokosnussflasche. Ja, kommt. Ich muss erstmal. Muss ja alles nach und nach hier droppen. So, sollte alles vor Ort liegen. Ich mache wieder Licht. Klick.
Und jetzt sollte das ja gehen. Jetzt. Zack, das Titel Nummer 2. Unglaublich. So. Stehen wir mal hier. Mach ihn doch hier neben. Hier so. Hier. So. Nur weiter nach hinten. Ach. Zu spät. Steht das hier alles in einer Reihe? Ja, wie öd und fad es aussieht. So. Dann nehme ich mal das hier. Und dann mache ich so. Das finde ich ja auch ganz cool. Ja. Dass ich hier mit der Maus machen muss. Und dann haben wir Feuer. Und dann mein Schnuggi. Schlafenszeit? Ja. Also auch, aber auch Folge zu Ende. Schon wieder? Ja. Unglaublich, oder? What? Ihr steht da mit seinem Palmwedel. Ja. Hey, mein Hase. Moment, Moment, Moment. Ich muss jetzt die andere Distille auch noch voll machen. Ja, dann mach sie noch voll. Die ist voll und die ist fast leer. Na komm, tu's. Yeah. Sehr. So. Jetzt können wir uns hier beide wieder... Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Wir haben hier... Ist Neumond? Da. Direkt über uns. Das ist aber ganz schön weit weg. Nee, den kriege ich nicht ins Bild. So. Die Wilde mit dem Speer vom Feuer. Ich finde das mit dem Boot hier hinten übrigens total geil. Ja, tatsächlich. Ne, also das ist so... Das hat was richtig... Das hat was Uriges. Mhm. Er ist ein bisschen tot, aber naja. Ja, meine Fresse ging da schnell. Wieder eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde Folgen sind echt ratzfatz rum. Ja. Da ist man noch nicht mal richtig drin. Und ja, schon ist Folge wieder rum. Wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zugucken. Dann haben wir wieder down den Abo-Button. Da. So, jetzt seht ihr das wegen meinem T-Shirt nicht. Da ist Abo. Ne? Und Glocke und Kommentare sind auch da unten. Haut da was rein. Würde ich mich irre drüber freuen. Was würdet ihr besser machen? Seid ihr auch so angefickt von der Steuerung von diesem Spiel? Jetzt mal im Ernst. Ja, man muss erst reinfinden. Ja. Man muss erst reinfinden. Ja, ich habe tatsächlich auch. Weißt du, reinfinden ist kein Ding, aber wenn mein Mauszeiger verschwindet, ne? Dafür kann ich nichts. Dann muss ich da nicht reinfinden, dann läuft da einfach grundlegend das. Das liegt aber, weil du zwei separate Bildschirme hier hast. Ja, musst du dich wahrscheinlich besser koordinieren, Minion. Die Sache ist, ja, wie wäre es, wenn Splitscreen wäre? Wird denn mein Mauszeiger verschwinden, wenn ich zu dir rüberkomme? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, naja, nervt mich ein bisschen, aber okay, man kann ja alles haben. Nichtsdestotrotz danke ich euch fürs Zugucken. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Ragnar Bertoldsson und No Budget Nerd. So sieht's aus. Reingehauen.